Hallo, heute geht es um den Aderlass. Ich möchte in diesem Video keine Diskussion anzetteln über das Pro und Contra zum Aderlass. Dafür gibt es auf YouTube bessere Kanäle. Es geht mir darum, Instrumente zu zeigen, die im 19. und 20. Jahrhundert zum Aderlass benutzt wurden. Bereits in meinem Video zur Flüssigkeitsinfusion im Ersten Weltkrieg habe ich diese Kanülen gezeigt. Die wurden nicht nur zur Infusion benutzt, sondern auch als Aderlasskanüle. Die vier Kanülen auf der linken Seite sind aus den 1910er Jahren und die drei Kanülen auf der rechten Seite sind ungefähr aus den 1960er Jahren. Wer jetzt sagt, die sind aber dick und das tut auch weh, er sollte sich mal mit 1870 beschäftigen, nämlich mit dem Schröpfschnäpper. Der Aderlass selbst war seit der Antike bekannt und beruht darauf, die Säfte des Körpers in Einklang zu bringen. Das A und O der Medizin war lange Zeit die sogenannte Säftelehre. Und dazu gehörte auch der Aderlass als Universalmittel für alles Mögliche. Ausgeführt wurde er früher nicht nur durch Anstechen der Vene, sondern durch Aufschneiden der Vene. Dazu gab es sogenannte Aderlass-Schnäpper, die das Einstechen bzw. Aufschneiden einigermaßen mechanisiert ausführten, sagen wir es mal so. Der Schnäpper selbst ist aus Messing und die Klinge ist aus Eisen. Ich versuche es mal im Zoom näher. Das klappt leider nicht ganz. Das ist eine Eisenklinge. Unnötig zu sagen, die wurde im Betrieb niemals sterilisiert oder in irgendeiner Form antiseptisch behandelt. Der Schnäpper musste gespannt werden. Dazu hat man ihn festgehalten, richtig festgehalten, weil er ist sehr schwer zu spannen und spannte ihn. Dann wurde der Schnäpper auf die Vene aufgesetzt. Ist jetzt ein bisschen schwierig, an sich selbst zu demonstrieren. Und dann ausgelöst. Achtung, 3, 2, 1. Und die Vene war offen. Also nochmal. Das ist ein Blick in den Schnäpper. Man sieht, dass die Klinge schon ziemlich schief ist aufgrund des weichen Eisens. Das ist der Auslösehebel. Achtung. Zum Aderlass-Schnäpper gab es auch die Möglichkeit, einen sogenannten Schröpfschnäpper zu benutzen. Schröpfen ist nicht das Öffnen der Vene, sondern das Anschnitzen der Haut. Und die Flüssigkeiten wurden durch einen Unterdruck entnommen. Geschröpft wurde meistens in der Nähe der Schultern, auf dem Rücken. Der Schröpfschnäpper hat ein ähnliches Prinzip. Ich habe mal mehrere Klingen, die ich über eine Feder spannen kann. Bei meinem Schröpfschnäpper ist leider die Haltefunktion defekt, so dass ich nicht richtig spannen kann, beziehungsweise die Feder sofort wieder zurück schnellt. Man sieht aber, ich versuche es mal zu.
Man sieht aber die Klingen. Die jetzt hervorschnellen und die Haut anritzen. Das hier ist der Halter zum Aufsetzen und an der Seite hier ist der Auslöser, der bei mir leider defekt ist. Um mal einen Größenvergleich zu machen. Das ist der Schraubschnepper. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Und das hier ist der Adalas-Schnepper. Also das ist schon ein ordentlicher Oschi, wie man sagen würde. Und als letzter Kommentar, früher war alles besser.